Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf John's MOBA. Heute geht es um ein ganz besonderes Projekt von mir, um ein ganz besonderes Schmuckstück, was ich euch vorstellen möchte. Die Grundlage dafür stammt aus dem Konvolut, was ich bei meinen Eltern mitgenommen habe. Und da war einiges an Rollmaterial dabei. Allerdings Gleichstrom, das heißt zwei Leiter ohne Mittelschleife, wie ich ihn hier in meinem Märklin-System brauche. Und natürlich analog. Und das Ganze dann noch aus den 70er, 80er Jahren teilweise. Trotzdem sind da Sachen dabei, die man so vielleicht auf einer Märklin-Anlage noch nicht gesehen hat. Und eins dieser Projekte möchte ich euch heute gerne mal vorstellen. Und zwar ist das ein DSB MR. Also ein Triebwagen der Reihe MR und der ist jetzt auch mit der Betriebsnummer 4051 Teil meiner Mobile Station, wie ihr seht. Und das wird eine richtig coole Sache heute. Ja, erstmal ein ganz bisschen zur Historie des Modells und dazu habe ich mich hier im Typenkompass Loks der DSB und VR belesen. Hier findet ihr fast alles wieder, was es so gibt an Reihen und hier sind natürlich auch die Dieseltriebwagen dann drin. Und da haben wir den MR hier in einer anderen Farbgebung. Und in Summe ist es so, dass der DSB MR eben als Ersatz der alten Triebwagen eingesetzt wurde. Dafür wurde eben auf Basis der Baureihe 628 der Bundesbahn etwas entwickelt. Angetrieben wurde der Triebwagen hier über einen luftgekühlten Deutz 12 Zylinder, das ist zumindest so in diesem Buch hier beschrieben, hergestellt wurden die 1978 bis 85 und zwar in Summe 97, das heißt also fast 100 von diesen MRs, beziehungsweise nicht wundern, manchmal steht da auch MRD. MRD ist quasi die Ergänzung, da gab es dann immer einen Wagen, so wie diese hier, die beiden. Und der zweite, der gekoppelt wurde, der hatte hier Doppeltüren und ein sogenanntes Fahrradabteil. Das habe ich jetzt hier nicht. Ich habe hier von Lima, die damals, Anfang der 80er eben, als diese Lokomotiven, diese Triebwagen hier neu rauskamen, auch der 628er, als das so quasi State of the Art war, hat Lima diese Triebwagen und Lokomotiven aufgesetzt. Das ist die erste Serie davon gewesen hier. Woran kann man das erkennen? Zum einen an einer ganzen Menge kleinen Details, zum Beispiel kommen wir später auch noch unten, was für Drehgestelle da verbaut sind, wie die Fensterumrandungen sind. Also es gibt später noch Versionen, die haben quasi keine Fensterumrandung. Das ist jetzt bei meiner hier noch anders. Da seht ihr, wir haben hier diese silbernen Fensterumrandungen. Das ist bei späteren Lima-Versionen dann tatsächlich auch manchmal weggespart worden. So habe ich es zumindest auf den Bildern erkennen können. Und ich habe hier jeweils eine Beschriftung 4051. Und jetzt würde man ja erwarten, dass der Triebwagen einmal die 4051 hat. Und dann der nächste gekuppelte Triebwagen. Und jetzt seht ihr übrigens hier auch Lima-technisch, also die Kabel kommen von mir, aber der Abstand hier im R2 quasi, das ist halt eine etwas komische Kurzkupplungskulisse. Gut, aber Seitenthema, gut, hier könnt ihr es gar nicht mehr richtig erkennen, jetzt aber hier steht die 52, ja. Also das funktioniert. Interessanterweise ist es aber so, dass das auf der Rückseite andersrum ist. Also der hier ist auf der anderen Seite die 51 und der hier ist auf der anderen Seite die 52. Das ist einfach nur, ich würde es mal als
interessanten Druckfehler von Lima bezeichnen. Ja, also warum die das so gemacht haben, keine Ahnung. Aber es ist schon mal ganz interessant. Daran könnt ihr das erkennen. Ansonsten, diese Modelle sind, habe ich den Eindruck, relativ schwer zu bekommen. Also davon gibt es dann alle paar Wochen mal einen, irgendwie, also wirklich einen, der bei eBay vertrieben wird. Die sind aber, bis es von anderen Herstellern quasi auch die MR-Serie in höherem Detaillierungsgrad gab, eigentlich, so wie ich es jetzt zumindest gelesen habe, Standard gewesen, eigentlich so Ende der 80er, Anfang der 90er, auf jedem, der irgendwie so ein bisschen was mit Dänemark auf seiner Anlage hatte, im Gleichstrombetrieb. Apropos Gleichstrom, es gab auch noch spätere Versionen, zumindest vom 628er, mit Dreileiter-Wechselstrom-Ausstattung. Das haben wir jetzt hier nicht, sondern das, was ihr hier seht, habe ich jetzt alles nachträglich eingebaut. Gehen wir gleich auch nochmal detailliert drauf ein. Und ich denke, das ist eine ganz gute Überleitung. Lasst uns einfach mal rüberspringen, dass ich euch ein bisschen zeige, was da drin steckt, bevor wir hier nochmal zu den Funktionen auf der Anlage kommen. Damit kommen wir einmal zum Innenraumcheck von dem DSB-MR von Lima. Ich habe es ja schon erwähnt, das Ganze ist ja eigentlich ein Gleichstrommodell gewesen. Und in dieser ganz alten Variante von wahrscheinlich 1983, 84 ungefähr, ist es auch nicht dafür ausgestattet gewesen, dass es eine Wechselstromversion gibt. In späteren Ausführungen gab es tatsächlich Drehgestelle, die auch für Wechselstrom geeignet waren. Nichtsdestotrotz ging der Umbau relativ einfach von der Hand, weil man ja relativ viel Platz auch in dem Modell hat. Wenn wir das jetzt einmal auf den Kopf drehen, gibt es 4 Schrauben, 2 pro Triebwagen, also 1, 2, 3, 4, die man lösen muss. Dann kann man eigentlich hier den Oberteil relativ einfach abnehmen und hat dann quasi den Unterteil und den Oberteil komplett getrennt. Was ich euch hier auf der Unterseite schon mal zeigen kann, ist, wir haben in Summe ja 4 Drehgestelle. Davon ist 1 angetrieben, das hier, da sitzt der Motor direkt drüber. Und hier sind dann auch 2 Haftreifen verbaut. Das sind allerdings jetzt Märklin-Haftreifen, die ich hier raufgesetzt habe, weil die Originalen von Lima waren Hartplastik inzwischen. Die sind einfach zerbrochen und abgefallen. Und dann haben wir hier vorne ein Drehgestell ohne weitere Funktion. Hier noch eins und da noch eins. Ich habe jetzt mich entschieden, in dieses Drehgestell hier den Schleifer einzubauen, den wir brauchen als Mittelleiter bzw. Kontakt zum Mittelleiter, also zu den Pukos. In den späteren Wechselstromversionen, die ich gesehen habe, vom 628. Also es gibt quasi die Baureihe 628, die ist unten quasi auf dem gleichen Chassis aufgebaut von Lima damals. Die gibt es auch als Wechselstromversion, habe ich zumindest online Fotos von gesehen. Da ist es so, dass der Schleifer hier sitzt. Und war bei mir jetzt allerdings nicht ganz so günstig, weil ich ja einerseits auch die Lichtfunktion noch geändert habe und weil hier dieses Drehgestell einfach eben auch nicht auf Schleife ausgerichtet war. Da sind diese offenen hier, diese beiden, die sind hier gleich. Da seht ihr, das ist einfach so ein Loch. Deutlich einfacher gewesen. Ich habe das hier schon mal vorgelöst. Die Schrauben sind ja auch raus, aber wenn wir das mal rausnehmen, seht ihr, da ist einfach der Schleifer durchgeführt und hier oben geht jetzt das Kabel raus und ich habe mir auch noch ein bisschen Platz gelassen, sodass ich das hier halt später dann auch wieder lösen und befestigen kann und sowas, ohne dass mir das jetzt hier irgendwie gleich das Kabel abreißt. Ja, so viel zur Unterseite. Also hier haben wir den Schleifer, da haben wir das angetriebene Drehgestell mit den 2 Haftreifen. Ich drehe das Ganze mal um und wir machen es auf. Das Erste, was ihr dann hier seht, ist, ich habe hier ganz viele bunte Kabel hin und her laufen. Also bei mir sind bei diesem Triebwagen, der fix gekuppelt ist, der auch übrigens vorne und hinten keine Kupplung hat, beide Teile immer zusammen zu verwenden. Ich habe genug Kabel, dass ich das natürlich dann hier irgendwie so wegpacken kann oder so. Das habe ich mir hier gelassen. Und weil ich ja hier diese angedeuteten Faltenbälge habe, in einem normalen Fahrbetrieb
fährt das ja so zusammen. Da sieht man die Kabel nicht, beziehungsweise kann die hier halt auch durch die offenen Türen, die sind ja offen hier, diese Zwischentüren, reinschieben. So, wir fangen mal an mit der Seite ohne Motor, das ist die hier. Und machen die einmal auf. Das geht, wie gesagt, sehr, sehr einfach. Wenn man diese Schrauben gelöst hat, dann kann man das einfach hier nach oben abnehmen. Und dann seht ihr auch schon, wie ich die Technik hier verbaut habe. Hier ist nämlich alles Interessante drin auf dieser Seite. Fangen wir mal hier hinten an, wo diese ganzen bunten Kabel reinlaufen. Da seht ihr jetzt hier nur ein Stück Pappe. Und unter diesem Stück Pappe, das ist wirklich nicht mehr als ein bisschen dunkler Karton, den ich hier verwendet habe, da steckt der Decoder. Das ist ein ESO-Lock Sound 5, den ich hier verwendet habe mit dem Modell, wo haben wir es hier, genau, VT612 der DBAG. Und dann haben wir hier massenweise Funktionen, wie ihr seht, freundlicherweise von dem Händler, bei dem ich das gekauft habe, auch direkt mit aufgeführt. In Summe 28 Funktionen. Größtenteils natürlich Sound, Zugbremse lösen, Sanden, stilles Örtchen, Passagiertüren, Bahnhofsdurchsagen, 5 Stück an der Zahl, 5 Bahnhofsdurchsagen und sowas. Ist das jetzt hundertprozentig realistisch? Noch passender wäre wahrscheinlich gewesen das Soundmodul oder Soundprojekt vom 628er, weil wir da 12-Zylinder-Diesel haben. Der hier hat 6-Zylinder-Diesel quasi, der Soundgenerator. Und das Modell hatte in Wirklichkeit einen 12-Zylinder. Ich habe das jetzt einfach so gemacht, weil mir dieser Sound hier besser gefiel. Die Puristen würden wahrscheinlich den 628 nehmen. Und da ich hier Motor 1 und 2 habe, quasi, also ich kann 2 Motoren einschalten per Sound, kann ich mir also auch einen 12-Zylinder machen, indem ich einfach beide 6-Zylinder einschalte. Das ist quasi das VW-Prinzip, wer die Anspielung jetzt erkennt. Gut, also gucken wir mal an. Decoder darunter, das Ganze ist hier einfach reingesteckt. Das habe ich quasi hier so ein bisschen festgehalten. Und dass das dann nicht runterrutscht, kann man aber einfach rausnehmen. Ist auch nicht festgeklebt oder so. Und dann habe ich hier die Pappe, die ich da rausholen kann. Wir nehmen sie jetzt mal nicht komplett raus. Und da drunter steckt unser Decoder noch mit ein paar Kabeln, dass man ihn auch bewegen kann. So. Warum jetzt hier diese schwarze Pappe? Ja, ehrlich gesagt ganz einfach. Bei dem Modell ist es so, ihr seht, wir haben zwischen dem Dach und den Fenstern habe ich hier einen gewissen Abstand. Und diesen Abstand habe ich dafür genutzt, um die ganze Technik zu verwenden. Das sind so gut 3 mm. Das heißt also, die gesamte Technik steckt im Dach zwischen quasi der Oberkante der Fenster und der Dachrundung, diesen 3 mm. Das könnt ihr auch von außen sehen, da brauchen wir gar nicht so genau reingucken. Alles, was jetzt hier schwarz ist, quasi dieser Bereich hier oben, der war ja komplett leer. Den habe ich also mit der Technik vollgestopft. Hat fast überall funktioniert. Nur hier nicht, dieser schwarze Kasten, den ihr hier seht, das ist der kleine Lautsprecher vom ESO, passend eben zum Decoder, der hier drunter steckt. Warum ist der jetzt hier drin? Ich hätte ihn ja theoretisch auch hier unten zum Beispiel reinpacken können oder die ganze Technik da reinpacken können. Ich habe festgestellt, dass dieser zusätzliche Resonanzkörper hier oben dem Lautsprecher eigentlich ganz gut tut in der Lautstärke. Nur der Lautsprecher selber, das hat ein bisschen viel Interferenzen gegeben, weil ja hier quasi ein ziemlich großer Resonanzkörper dann außenrum gewesen wäre. Die Kombi aus beiden klingt richtig gut live. Das ist im Video ja immer schwierig zu hören. Genau. Dann seht ihr hier die Innenbeleuchtung, das ist dieser Streifen hier. Das handelt sich jetzt hier um eine handelsübliche, total billige Variante. Ihr kennt das eher in teurer wahrscheinlich. Wenn ihr sagt, ich kaufe mir eine H0 Innenbeleuchtung für einen Wagen. Ich hatte, ist mir aufgefallen, halt noch diese LED-Streifen. Das sind quasi die für den Innenraum, die man für die Innenbeleuchtung irgendwo verwenden kann, hier im Raum. Die gibt es dann so auf 10 Meter Länge immer oder so. Die hatte ich noch. Und hier braucht man jetzt ja 20 cm irgendwie. Dann schließt man seine beiden Käbelchen da an, braucht nicht mal einen Vorwiderstand. Und dann kann man das schalten. Wichtig dabei nur beachten,
Das Ding hier unten ist ausgerichtet eigentlich auf 12 bis 14 Volt ungefähr, so als Dauerbetriebsspannung. Und wir bekommen ja jetzt von der Mobile Station bzw. H0 DCC Strom hier am Ende von ungefähr 18 Volt. Und wenn ihr das da einfach drauf feuert, das geht an, das ist super hell, das wird nur total warm. Das heißt, ihr müsst die Helligkeit von diesem Ausgang runterregeln. Das ist bei mir angeschlossen jetzt hier an AUX 1. AUX 1 ist also quasi die erste Funktion, die ich schalten kann mit einem physikalischen Ausgang. Also wir haben ja an dem Decoder solche Ausgänge. Und das zeige ich euch jetzt mal hier kurz nochmal. Und dann gibt es hier so eine Tabelle bei ESU und dann sagt man, okay, AUX 1, das ist er hier, der erste physikalische. Und dann habe ich hier verschiedene CVs. Und dann gibt es hier den Helligkeits-CV, der bei AUX 1 eben die 278 ist. Und die 278 müsst ihr so weit wie möglich dann runterregeln. Also bei 31 habt ihr quasi volle Power. Das ist das Maximum und das geht dann runter bis auf 0, dann ist es aus. Ja. Das ist so eine Basisprogrammierfunktion, die man hier machen kann. Ihr könnt auch noch ganz, ganz viele andere Dinge natürlich damit reinnehmen. Dann muss man das entweder als PDF oder in diesem Büchlein hier sich komplett durchlesen. Wenn euch das interessiert, wie man das macht, wie man solche Sachen auch weiter programmiert oder einstellt, kann ich da auch mal ein Video zu machen. Schreibt das einfach in die Kommentare rein. Das hat dann allerdings nichts mehr mit Anfängervideo oder so zu tun. Gut, ja, ansonsten war der Anschluss und Einbau von dem Decoder hier relativ einfach erstmal. Das heißt, wenn man nur den Sounddecoder nimmt, ohne Lichtfunktion, muss man nichts weiter machen, als einmal hier das rote Kabel an den Mittelleiter anzuschließen, das schwarze Kabel an die Gleisanschlüsse der Räder oder der Schienen, der Reifen, wie auch immer man das nennen will, der Radreifen, ja, also alles, was die Schienen berührt. Dann habt ihr schon mal Strom am Decoder. Dann müsst ihr das orangene und graue Kabel an den Motor machen. Und ja, dann war es das eigentlich. Licht gibt es über Gelb und Weiß, das wisst ihr auch alle. Und das funktioniert bei mir hier vorne dann. Da seht ihr jetzt nur den unteren Teil. Ich habe hier sogenannte 3-Pin-LEDs verwendet. Was bedeutet 3-Pin-LEDs? Ihr habt bei einer normalen LED habt ihr immer quasi einen Rückleiter und einen Zuleiter, also Plus- und Minuspol. Und dann habt ihr bei dem einen von den beiden immer noch den Vorwiderstand dazwischen geschaltet. Das kennt ihr alles, das ist nichts Besonderes. Eine 3-Pin-LED funktioniert eigentlich genauso, nur dass ihr 3 Pins habt. Und das heißt, ihr habt eigentlich 2 LEDs in einem. Ihr könnt also auf dem einen Pin, das ist meistens so angeordnet, ihr habt in der Mitte habt ihr quasi den gemeinsamen Rückleiter, wo der Vorwiderstand rankommt. Dann könnt ihr an den einen Pin, wenn ihr da Strom drauf gebt, habt ihr weißes Licht in meinem Fall, warmweiß. Und bei dem anderen Pol, wenn ihr da Strom drauf gebt, habt ihr rotes Licht. Und damit kann man sehr, sehr schön einen Lichtwechsel hier realisieren. Schaltplan ist da total easy. Das heißt im Endeffekt, ihr verbindet quasi immer einmal hinten und vorne. Wie muss man sich das vorstellen? Wenn ich sage, er soll in diese Richtung fahren, das ist vorne, sagen wir mal, das ist vorne, dann schließe ich hier die weißen LEDs, also die weißen Anschlüsse, auf vorne, weil weiß ist vorne. Das ist quasi hier dann das weiße Kabel. Gleichzeitig schließe ich dieses weiße Kabel vom Decoder auf der anderen Seite an die roten Pins an. Das heißt, da, wo ich dann rotes Licht bekomme. Bedeutet, ich schalte das Licht ein und habe dann vorne die Beleuchtung in weiß und hinten die Beleuchtung in rot. Und genau andersrum, das heißt, da stecke ich das gelbe Kabel dann an auf der anderen Seite. Also hier geht hinten quasi gelb an die roten Pins. Und hier geht hinten gelb an die weißen Pins. Das heißt, wenn ich dann rückwärts fahre, in unserem Fall jetzt in diese Richtung hier, habe ich hier eine weiße Frontbeleuchtung, da eine rote Schlussbeleuchtung. Eigentlich ein total einfaches Prinzip. Was man nur bedenken muss, ihr habt ja 2 Rückleuchten, 3 Frontleuchten. Das heißt,
wenn ihr die Rückleuchten anschließt, zweimal auf Rot gehen. Wenn ihr die Frontleuchte verwendet, dreimal auf Weiß gehen. Also da lasst ihr einfach die obere dann einmal weg. Dann braucht ihr drei Vorwiderstände als Rückleiter quasi hier. Und dann geht es wieder zurück an den Decoder. Also eigentlich relativ einfach und das ist sogar in der Anleitung hier auch dargestellt. Mal gucken, ob wir das auf die Schnelle finden, wie man diesen Lock-Sound hier so anschließt. Ja, ihr merkt, ich bin wieder exzellent vorbereitet. Da haben wir es doch schon. Also das ist der Lock-Sound 5. Lock-Sound 5 Micro, genau. Die Pin-Belegung. So. Und dann findet ihr hier immer solche Beschreibungen, was den Anschluss angeht. Und da habt ihr dann hier den Lautsprecher, den haben wir ja schon, braun-braun, der ist bei uns schon angeschlossen. Und dann haben wir hier Licht hinten und Licht vorne. Licht vorne ist immer weiß bei den DCC-Kabeln, Licht hinten ist immer gelb. So gesehen eigentlich relativ leicht. Und ihr braucht eben nicht eure AUX 1 und 2 belegen mit den Rückleuchten. Zumindest bei so einem Triebzug macht das Sinn, weil das ist bei mir immer so eine gekoppelte Einheit hier. Da gibt es jetzt auch keine Kupplungen, wie ihr seht, dass man hier noch irgendwas ranhängt oder so. Ja. Gibt es einfach nicht, hat Lima nicht vorgesehen. Muss ich mir also auch keine Gedanken machen, ob man jetzt hier Licht aus- und anschaltet oder sowas auf der Rückseite oder Vorderseite, weil man im Schubbetrieb ist. Gibt es alles nicht. Ist ein zusammenhängender Triebzug aus zwei Elementen. Und wenn er vorwärts fährt, fährt er vorwärts. Wenn er rückwärts fährt, fährt er rückwärts. Macht die Verkabelung natürlich denkbar einfach. Ja, dann haben wir eben auf AUX 1 hier diese Innenbeleuchtung. Und exakt das, was wir jetzt einmal hier gesehen haben, wenn wir das jetzt hier wieder reinkriegen, haben wir repliziert auf der anderen Seite nochmal. Also keine großen Geheimnisse. Das ist hier drüben nochmal. Hier drüben gibt es nur einen Unterschied. Hier gibt es noch einen Motor drin. Das heißt, das ist quasi ein etwas schwererer Triebwagen jetzt. Ansonsten aber genau das Gleiche. Wir machen jetzt hier auch mal auf vorne. So, und da kommt er uns entgegen. So, ihr seht schon, jetzt wird es auch klar, wo diese ganzen Käbelchen hierher kommen. Aber das Prinzip ist exakt dasselbe, also überhaupt kein Unterschied. Wir haben hier wieder unsere Innenbeleuchtung. Wir haben hier die Kabel, die durchlaufen, hier jetzt ohne Decoder oder sowas, also einfach nur wirklich die Kabel. Und hier vorne habe ich wieder meine LEDs. Dann seht ihr hier im Innenraum, das ist jetzt noch ein bisschen Technik auch, wie sie denn vorher war oder wie sie quasi der Triebwagen von Lima mitgeliefert hat. Das ist nämlich hier quasi der Stromabnehmer vom einen Drehgestell. Und dann habt ihr hier die Stromabnehmer vom anderen Drehgestell da unten. Und wir haben hier den Motor. So, das ist so ein Trommelmotor, der ist ja von der Technik relativ einfach, ich glaube auch schwer kaputtbar. Allerdings von der Wartung her nicht ganz so easy, man muss ihn also erstmal hier raus montieren und ich habe dann alles hier einmal aufgeschraubt, mit einem Glasfaserstift sauber gemacht, die Kollektoren so. Nochmal abgebürstet quasi, die Kohlen sauber gemacht, alles wieder eingebaut. Und dann ganz, ganz wichtig bei diesen alten Modellen, es gibt eigentlich immer eine Verbindung direkt vom Motor zur Masse, also zum Gleis. Die müsst ihr definitiv cutten und dafür sorgen, dass das Einzige, was mit dem Motor verbunden ist, das graue und das orangene Kabel sind. Ja, das war es eigentlich bei dem Lima-Modell hier von der Technik. Ich mache ihn jetzt mal wieder zu und dann gehen wir mal rüber auf die Anlage. Fahreigenschaften und Funktionen. Erstmal muss man dazu sagen, diesen alten Lima-Motor, den ich euch eben gezeigt habe, der hat richtig
gute Fahreigenschaften. Er hat ein ganz furchtbares Fahrgeräusch, ehrlich gesagt, bei höheren Geschwindigkeiten. Dadurch, dass er solche Plastikzahnräder hat. Und er ist ziemlich sichtbar im Modell. Das ist jetzt, sag ich mal so, das sind die Nachteile. Ja, also hier seht ihr, jetzt kommt der Motor reingefahren. Da seht ihr auch die Bewegung der Zahnräder hinter den Fenstern. Hier, das ist quasi Motorbereich. Der ist also hier sehr sichtbar. Wir haben auch nur ein angetriebenes Drehgestell, nicht mehrere. Also es ist schon recht rudimentäre Technik. Allerdings muss man sagen, in Verbindung mit dem zumindest ESU LogSound 5 Decoder habe ich hier sehr, sehr gute, regelbare, auch langsam Fahreigenschaften. Also ihr seht das ja, wenn ich jetzt hier so ein Stück vorrücke. Ne? Ich habe es jetzt so eingestellt, dass die Fahrstufe 1 hier nicht ganz so niedrig ist, aber das kann man noch niedriger regeln, wenn man das möchte. Ich rangiere halt mit dem Wagen hier nicht, deswegen war mir das jetzt relativ egal. Aber ihr seht, wie der jetzt hier lang fährt. Also komplett ruckelfrei, ohne komische Geräusche. Da hatten wir jetzt bei der Pico Hobby BR218, die ich euch mal vorgestellt habe, die ja als AC-Digital-Variante geplant war von Pico, eine ganz andere Geräuschkulisse. Ja, also da sind wir hier in einer ganz anderen Klasse unterwegs, definitiv. Das eine ist der Motor, das andere ist der Decoder. Und da muss ich sagen, selbst nach ungefähr 35 Jahren, würde ich jetzt mal so tippen, ist dieser Motor hier wirklich noch richtig, richtig gut vom Antrieb. Also das klappt. Was eben nicht mehr so gut war, waren die Haftreifen, die waren komplett durch. Die habe ich ausgetauscht, übrigens auch nicht gegen neue, sondern einfach gegen gebrauchte, die ich von einer anderen Märklin-Lok hier noch rumliegen hatte. Die haben wunderbar raufgepasst, funktioniert. Und wenn ich dann mal ein paar neue habe, werde ich dem auch neue natürlich gönnen. Ja, also so viel erstmal dazu. Von den Funktionen her. Ihr habt es im Innenraum-Check bzw. der Innenraumvorstellung gesehen. Ich habe 3-Pin-LEDs verbaut, jeweils 3 Stück hier. Und die beiden unteren sind eben für die Rückseite, also für die Schlusslichter auch geschaltet. Und die 3 eben nur, wenn ich hier quasi auch vorwärts fahre, sonst haben wir eben nur 2. Das ist hier ein relativ einfacher Lichtwechsel, den ich da realisiert habe. Der ist schaltbar dann natürlich über die Standardfunktionen. Wenn wir hier also gucken, ja, dann seht ihr hier, da ist er. So, Licht ist aus. Zack, Licht ist wieder an. Das ist also jetzt kein großes Geheimnis, wie das funktioniert. Dann haben wir als weitere Funktion neben dem ganzen Sound, seht ihr jetzt hier mal schon diese Innenbeleuchtung hier in warmweiß. Und im Dunkeln leuchtet die übrigens auch so ein bisschen hier in die Führerstände rein. Beleuchtet natürlich auch den gut sichtbaren Motor im Dunkeln, klar. Also so, solche Sachen sind halt noch da. Da könnte ich mir jetzt noch überlegen, ob ich da noch was drüber mache, aber eigentlich ist das okay. Die finde ich hier als AUX 1, das ist hier auf F8 quasi gelegt von dem Decoder da. Also können wir ausmachen, dann ist sie aus, können wir anmachen, zack, dann ist sie an. Dann habe ich hier die Innenraumbeleuchtung eben in beiden Wagen. Und das ist es quasi so an physikalischen Funktionen, die wir hier haben, Lichtwechsel und Innenbeleuchtung, also das, was ich eigentlich bei den meisten Modellen, wenn ich sie heute so kaufe, als Triebwagen auch mitbekomme. Und das Schmankerl, das zeige ich euch jetzt mal, wir haben ja einen LogSound 5. Ich habe euch gezeigt, wo der Lautsprecher verbaut ist. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, 28 Soundfunktionen zu schalten. Ich werde sie euch jetzt nicht alle vorführen, weil es ja einfach eine Standard-Soundfunktion ist, die jetzt nichts weiter zu tun hat mit meinem DSB-MR. Das Soundprojekt hatte ich euch ja eben schon mal gezeigt, ist der VT612 ESU Artikelnummer S0198. Habe ich genommen, weil das einfach mehr Sounds hatte. Wir haben noch den 628 zur Auswahl. Vielleicht werde ich das auf den 628 auch noch umprogrammieren. Aber erstmal für mich okay. Ich mache euch mal den Motor an. Also F1, Motor 1.
So, jetzt haben wir Betriebsgeräusch, ein Motor. Und da hört ihr auch schon, da ist das Bremsen dann mit dabei. Ich kann euch nochmal den Motor 2 mit zuschalten, das ist die F3. So sieht das dann aus. Ob die jetzt parallel betrieben werden, ich weiß das gar nicht. Also wenn man die beide anhat, dann klingt das auf jeden Fall schon ziemlich mächtig. Und wenn man nur einen von den beiden nimmt, ist das eigentlich auch okay. Also das ist jetzt hier nochmal der zweite. Also, klingt richtig gut, hat auch eine ganze Menge Wumms hier im Raum. Dann gibt es hier noch so, nur um es euch mal zu zeigen, so Lüfter, Klimaanlage. Oder Kompressor, also das ist eine ganze Menge, was wir hier haben. Wir haben dann solche verschiedenen Hörner, also ich habe hier quasi ein Signalhorn 1 und 2. Also auch da eine gute Auswahl. Ja, und dann habe ich hier noch x weitere, also ich sag mal, ein Schaffnerpfiff ist natürlich noch dabei. Und wir haben insgesamt 5 Bahnhofsdurchsagen. Das finde ich ganz niedlich. Meine Damen und Herren, auf Gleis 3 fährt ein Regionalexpress 57433 nach München Hauptbahnhof. Abfahrt 4:28 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt. Ja, also, die kann ich jetzt natürlich bei mir weniger verwenden auf der Anlage tatsächlich. Aber trotzdem gibt dem Modell natürlich das gewisse Etwas, wenn wir hier mit Bremsen und Motorgeräusch fahren. So, wir geben jetzt mal Vollgas, so wie ich das hier programmiert habe. Und da hört ihr auch schon ein bisschen natürlich das Problem, also wenn wir hier wirklich in Vollgas geben mit diesem Triebwagen, dann hören wir eigentlich nur noch den Antrieb. Wenn wir jetzt nämlich hier den Sound mal ausmachen, ich mache das gleiche nochmal, Vollgas, das ist jetzt nur der Antrieb, das ist der alte Lima-Antrieb. Also klingt jetzt nicht unangenehm oder so, aber ist halt schon vergleichsweise laut, wenn man jetzt neue Lokomotiven oder wenn man neue Triebwagen hier als Maßstab nehmen würde. Ja, zur Einrichtung selber, wenn wir nochmal darauf eingehen. Ich steuere ja über die Mobile Station hier. Ich habe also den Lok Sound 5 von ESU hier im Einsatz. Und man kann sich hier ganz, ganz viel einstellen. Also das erste war natürlich, dass ich hier quasi über Shift und die Lok gehe ich dann hier immer auf Lok bearbeiten, vergebe Namen passend. Ja, das war das erste. Dann kann man hier die Adresse vergeben natürlich. Das hat man jetzt hier nicht, weil ich über
MFX ja arbeite, dann können wir das Log-Symbol uns auswählen. Da habe ich eben auch den für mich passenden genommen. Und dann haben wir hier das Wichtigste, die Log-Funktionen. Da seht ihr auch diese verschiedenen Icons, die hier schon hinterlegt sind. Die kommen eben bei M4 oder MFX-Protokoll automatisch mit. Da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Und das Einzige, was ich quasi dann ändern musste, war hier das da oben. Das war nämlich vorher quasi auf F8 gelegt und ich wollte ja hier dann eine Innendeckenbeleuchtung quasi haben. Dann nimmt man das. Ups, und da fliegt die Mobile Station. Ja, also ist Kinderspielzeug geeignet, seht ihr, ne? Und dann drückt man hier nochmal, sagt, jawohl, bin ich fertig, ja. Und gut ist, und dann habt ihr immer, wenn ihr hier auf F8 geht, nicht F8 stehen, sondern ein Lämpchen für die Innenbeleuchtung, um die ein- und auszuschalten. Ja, also so viel hier zu der Einstellung. Ansonsten, was Beschleunigungswerte und sowas angeht, das müsst ihr euch ja immer selber überlegen, was euch für eure Anlage gut gefällt. Nur um es mal zu zeigen, hier als Vmax habe ich hier 130 jetzt bei dem Lima-Motor hinterlegt. Ich habe dann die Beschleunigung bei 45 und die Entschleunigung, wenn man so will, bei 12. Das ist natürlich krass, ja. Also ich glaube, als Standard hat er hier 80 mitgeliefert, was realistisch ist. Aber dann habe ich eben gar keine Möglichkeit mehr hier anzuhalten. Auf Fredhauen und Vmin habe ich jetzt ein bisschen hochgestellt auf 5, weil ich eben mit dem Triebwagen nicht rangiere wie mit anderen Lokomotiven. Fazit, Preis, Leistung, lohnt sich das, beziehungsweise bei welchen Modellen kann man über so einen Umbau nachdenken? Und das ist eine relativ komplexe Frage tatsächlich, denn wenn wir jetzt mal rein den Preis betrachten, ist dieses Modell durch den Decoder jetzt am meisten wert. Also wenn man das tatsächlich mal bekommt, und das ist ja die Hauptherausforderung bei dem konkreten Triebwagen hier, liegt er vielleicht so bei 70, 80 Euro in einem Top-Zustand, in dem Zustand, wie ich ihn jetzt hier bekommen habe, vielleicht bei 50. Allerdings, wenn ihr schaut bei eBay, zum Zeitpunkt jetzt dieser Videoaufnahme, gibt es kein einziges von diesen Modellen auf dem Markt irgendwo im Gebraucht. Weder bei eBay noch bei sonstigen Börsen, gerade jetzt. Das heißt, wenn ihr so einen 628er bzw. hier den MR eben haben wollt, wird das schwierig. Auch der 628er von Lima, den habe ich jetzt tatsächlich gerade einmal irgendwo gefunden. Heißt also, wenn das ein Modell ist, was ihr unbedingt haben wollt, ist die Frage, lohnt sich das oder nicht, ja sowieso hinfällig, ja, dann macht man es halt. Ansonsten finanziell eher schwierig. Ja, vom Preis her, es ist eigentlich nicht teuer, wenn ihr jetzt überlegt. Also die 3-Pin-LEDs habe ich jetzt hier 6 Stück verbaut, haben mich pro Stück 78 Cent gekostet. Das heißt, wenn wir jetzt mal 80 Cent sagen, haben wir eben hier 1,60, 2,40 Euro an LEDs. Dann habe ich nochmal 12 Cent für die Widerstände, die ich dafür auch brauche. Das heißt, dann bin ich bei 2,50 Euro etwa pro Lokseite für die Stirnbeleuchtung. Wenn ihr jetzt die Litzen noch rechnen wollt, sagen wir mal inklusive der Litzen komplett bis zum Decoder, vielleicht 2,55 Euro, 2,60 Euro, was auch immer. Ja, bleiben wir mal bei 2,50, also 5 Euro für die Beleuchtung jeweils an den Stirnseiten. Dann habe ich ja hier meine Lok- und beziehungsweise Triebwagen-Innenbeleuchtung.
Wenn man da die teuren Varianten quasi direkt, die dafür gebaut sind, nimmt, haben wir vielleicht einen 10er pro Triebwagen. In meiner Variante jetzt hier liege ich da auch im Cent-Bereich bei, glaube ich, 30 Cent, vielleicht 20 bis 30 Cent pro Triebwagen. Sind wir jetzt also bei 6 Euro Umbaukosten bisher. Der Schleifer als Ersatzteil auch, glaube ich, 5 Euro. 11 Euro Umbaukosten. So, und jetzt kommen wir zum Thema Decoder. Jetzt kommt nämlich der Decoder natürlich dazu. Wenn ihr da einen verwendet ohne Sound, liegt der vielleicht bei, sagen wir mal, 30 Euro. Dann habt ihr für 35 Euro Umbaukosten plus die Arbeitszeit ein Modell mit diesen Funktionen ohne den Sound. Super coole Sache, also lohnt sich da auch definitiv. Mit dem Sound müsst ihr euch überlegen, das ist dann halt der Luxus, sag ich mal, den man sich gönnt. Da ist der Decoder ja mit dem, also der ESO-Lokpilot sowieso ja nicht ganz günstig mit, ich glaube, 95 Euro. Das heißt also 95 plus die bei mir jetzt 7 Euro für sonstige Umbaumaterialien, 10 Euro für Umbaumaterialien. Also um und bei 100 Euro kostet der Umbau hier. Und das ist natürlich eine Ansage, was man da braucht. Wenn das nämlich ein Modell ist, was auch an sich eigentlich keine 100 Euro wert ist. Ich wollte das natürlich machen. Warum? Das ist ein Modell, was ich von meinem Vater bekommen habe. Er hat keine Anlage. Als DC hilft es uns allen nicht weiter, dann können wir es nicht verwenden. Das heißt also, hier ist AC mit Digitalfunktion, die Licht und sowas, um es ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen. Natürlich der kleine Luxus, den man sich gönnt, um ein Familienerbstück quasi aktuell zu halten. Der Aufwand selber, ihr habt es beim Innenraumcheck gesehen, der hielt sich auch in Grenzen. Also es ist, wenn man ein bisschen löten kann, ist das alles nicht die Welt. Ich bin selber beim Löten jetzt kein großer Held. Deswegen könnt ihr mich da mit der Kamera leider auch nicht begleiten, weil dann würde ich gar nichts mehr hinbekommen. Da brauche ich beide Hände und den ganzen Kopf. Da kann ich nicht so einen Bildschirm noch vor der Nase haben. Da würde ich durchdrehen. Das klappt nicht. Aber selbst mit meinen, sag mal, mittelmäßigen Lötfähigkeiten habe ich das hinbekommen. Es funktioniert. Der Platz ist gegeben. Das heißt, vom Modell her lohnt es sich wahrscheinlich eigentlich nicht. Denn ich glaube, irgendeinen Triebwagen vergleichbar zu dem hier bekomme ich mit Rabatt. Ja, dann vielleicht mit Sound für 200, 220 Euro irgendwo ein Sonderangebot. Das ist dann halt nicht der DSB-MR. Ja, und das ist das Problem. Aber ansonsten, wenn ihr es rein finanziell betrachtet, lohnt sich das eigentlich nicht, diese alten Modelle aufzuarbeiten. Im Regelfall würde ich mal sagen, von dem, was man daraus für sich selber gewinnt, denke ich, lohnt es sich auf jeden Fall, denn es macht Spaß, man hat was geschaffen, man hat was Altes auch wieder aufbereitet, wieder zum Funktionieren bekommen. Es ist für mich immer noch so ein extra Glücksmoment, wenn was Altes dann wieder funktioniert. Ist manchmal sogar noch ganz cooler, als wenn was Neues funktioniert, wenn was Altes wieder funktioniert. Und man so ein bisschen diesen Vintage-Touch dann hier hat, der jetzt ja hier fast vollkommen raus ist bei dem Modell. Ja, also in der Ausstattung, wie ich den jetzt hier habe, ist das ja ein super aktuelles Modell, wo man als Laie vielleicht gar nicht wüsste, dass der fast 40 Jahre alt ist und hier Technik verbaut ist von eben 2020 in einem Modell von 1983. Aber darüber hinaus, ja, überlegt euch, wenn ihr Bock auf solche Projekte habt, die Fähigkeiten, die ihr da braucht, das geht alles. Ja. Macht euch da nicht fertig, das kriegt ihr hin. Da fuchst man sich auch rein. Lohnen tut es sich halt nicht. Ja. Also ich könnte den jetzt ja hier wahrscheinlich nicht für 300 Euro verkaufen, dass ich noch wenigstens 100 Euro für meinen abendelangen Zeiteinsatz hier bekomme. Also Geld verdienen kann man damit definitiv nicht mit dem Umbau so alter Lokomotiven. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch einen kleinen Einblick gegeben, was man mit so alten Lokomotiven und Wagen machen kann und dass man auch daraus noch schönes Rollmaterial wieder aktuell herstellen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, so wie ich jetzt meinem DSB-MR-Triebwagen hier den Daumen hoch gebe. Da hat Lima Tolles geleistet, denn auch Lima Billigmodelle, und das ist es ja leider, Lima ist ja kein hochwertiger Hersteller gewesen, laufen nach 35 Jahren noch.
mit Top-Funktion. Also da würde eine Märklin-Lokomotive jetzt auch nicht besser dastehen nach der Zeit. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und bin natürlich auch sehr gespannt, was ihr zu diesem Triebwagen sagt. Soweit für heute. Und jetzt schaut mal, es gibt noch ein paar andere Videos. Und zwar findet ihr da erstmal den Abo-Button, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und da findet ihr noch andere Videos, die vielleicht auch was für euch sind. Also, macht's gut. Ciao.